Jetzt, da wir uns der größten Bedrohung der Menschheitsgeschichte gegenüberstehen sehen, sind wir bereit, mit voller Entschlossenheit fast alles dagegen zu tun. Und wir haben viele Ideen. Öfter Fahrrad statt Auto, Zug statt Inlandsflug, an mindestens 2 Tagen die Woche Homeoffice, weniger Fleisch, finde ich natürlich super als Veganer, weniger dies, weniger das und vor allem Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen. Denn das würde sage und schreibe 1,9 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wer das nicht befürwortet, ist kein ernsthafter Klimaschützer. Entschuldigung, Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, spart 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Was? 60 Millionen Tonnen? Aber das ist ja viel zu viel. Das wäre ja viel zu einfach. Einfach etwas nicht ausschalten und so viel CO2 sparen. Nein, das machen wir anders. Auf der Webseite von Fridays for Future steht, Deutschland hat den Ausstieg aus der Atomenergie bereits beschlossen. Ja genau, wo kämen wir denn dahin, wenn wir falsche Beschlüsse einfach mal so rückgängig machen würden?